Millionen Rentner ärgern sich. Bürgergeld frisst Rentenerhöhung auf. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe eine E-Mail-Anfrage erhalten eines erbosten Rentners, der leider, aus welchen Gründen auch immer, neben seiner Rente auch noch aufstocken muss. Und er teilt mir Folgendes mit. Herr Knöppel, ich habe einen Änderungsbescheid bekommen von meinem Grundsicherungsamt. In dem Änderungsbescheid, das kam also schon gleich Anfang Juli, hat man mir mitgeteilt, dass man die Rentenerhöhung 2023, die ich ja noch gar nicht erhalten habe, de facto schon an die Grundsicherung anrechnet. Das ist eine Riesensauerei. Ich muss Miete zahlen. Ich habe laufende Kosten. Am Monatsanfang wird mir ein Haufen abgezogen von meinem Konto. Und jetzt auf einmal habe ich weniger Bürgergeld. Und ich stehe jetzt praktisch vom 1.7. bis zum 31. Juli, wo es dann die Rentenerhöhung erst gibt, de facto da. Und mir fehlen 50 Euro im Monat, die man mir jetzt weggenommen hat. So ungefähr ist die Mail. Meine Damen und Herren, das ist leider gängige Rechtslage. Es ist unsäglich, da gebe ich Ihnen recht, aber es gilt hier dummerweise das Zuflussprinzip, und das Zuflussprinzip sagt eigentlich, dass im Juli diesen Jahres, also Juli 2023, die höhere Rente zufließt. Das heißt also, der Gesetzgeber hat hier wirklich einen schweren Fehler begangen und hätte eigentlich hier eingreifen müssen, hätte sagen müssen, dass solche Rentenerhöhungen, wenn sie denn im laufenden Monat zufließen, erst im Folgemonat zu berücksichtigen wären. Das wäre eigentlich eine sinnvolle Lösung gewesen. Aber jetzt ist es leider so, dass hier dass die Rentenerhöhung im Juli 2023 zufließt. Meine Damen und Herren, an Sie gerichtet, Sie haben es selber in der Hand. Richten Sie Ihren Unmut bitte an die laufende Bundesregierung und an die verantwortlichen Minister, zumindest dem Minister für Arbeit und Soziales, Herrn Hubertus Heil. Ja, der kann sich darum kümmern und der sollte sich auch darum kümmern, dass dieses unsägliche Gesetz und diese unsägliche Anrechnungsvorschrift in diesem speziellen Fall geändert wird. Ich bin sowieso der Meinung, dass wir in Deutschland für alle Rentnerinnen und Rentner, egal wie hoch die Renten sind, das spielt überhaupt keine Rolle, in der Grundsicherung einen allgemeinen Freibetrag brauchen, damit sichergestellt wird, ist, dass nicht alles, was an Rente zufließt, an eine Grundsicherung angerechnet wird. Der Freibetrag kann in der Höhe ungefähr genauso hoch sein wie der Freibetrag, den hier ungefähr 1,2 oder 1,8 Millionen Rentnerinnen und Rentner bekommen, die Grundrente haben oder zumindest die Grundrentenzeiten nachgewiesen haben. Meine Damen und Herren, also, Sie haben es in der Hand, Bundestagswahl kommt auch bald 2025. Schreiben Sie Ihre Abgeordneten an und sagen Sie denen, dass das so nicht geht. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.